Also, DJ, bist du ready? Rainer. Dann hallo und herzlich willkommen zu dem vorletzten Spieltag der. Hallo. Was unterbrichst du mich? Titel. Aber was unterbrichst du mich in meiner Okay. Antwort? Willst du stress, Junge? Nein, alles, dann kommen wir mal zurück. Wir kommen zum vorletzten Spieltag der TPA, der Gruppenphase zumindest. Hi! Ja. Wir sind wieder live dabei. TJ mit einer scheiß Audioqualität, weil sein Headset kaputt ist. Ja, ich bekomme es hier angeschlossen, eins von beiden. Ja. TJ auch mit neuem Ist PC auf am jeden Fall. Flexen. Fängt jetzt auch bald mit YouTube an, habe ich gehört. Ihr werdet kein Delay haben in keine Ahnung was. Und sein PC Ja. wird nicht random abschmieren. Ja. Hoffentlich. Wir freuen uns alle drauf. Ich würde einfach sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wollen wir erstmal uns. Ausführlich Wollen, überprüfen. wollen, die Frage ist: Wollen wir erstmal nochmal über die Tabelle reden, bevor wir über den Spieltag reden, oder wollen wir direkt schon reingehen? Wenn, dann würde ich erst über die Tabelle reden, weil das machst du sonst direkt. Dann kommen wir auch zur Tabelle Von. direkt. Denn wir sind Dritter, immer noch. Pion Dragic gerade alleine Erster. Scheinbar wollen sie sich den Ja. ersten Platz krallen. Wir können jetzt, also erster Platz wird wahrscheinlich für uns sehr, sehr unwahrscheinlich, ne? Auch wenn sie jetzt hier verlieren, Aber es ist kommt immer noch halt, auch möglich. wenn sie halt hier verlieren, wird es halt mit den Differenzen ein bisschen schwierig. Müssen halt aber, weil sollte Ja. Pion Dragic hier verlieren, müssen wir halt einfach nächste Woche unser Bestes geben und hoffen, dass beide anderen Teams verlieren. Mehr ist es nicht. Ja, letzten Spieltag verloren, die Winstreak ist vorbei. Juckt uns aber nicht, denn wir sind trotzdem gut dabei. Das war ein Reim. Und ich bin sehr fein raus da. Ah ja. Wir stehen immer noch positiv. Wir sind leider immer noch nicht. Unser Ziel, eine Differenz von 20 wäre schon schön, oder? Eine Differenz von über 20 wäre. Also, wir waren ja kurz davor und haben das 5-0 kassiert. Ja, das hexlastige 5-0 lag nicht daran, dass das Team will, aber ja, auf jeden Fall sind wir auf. Ja, Wir aber. wollen einen Win. Wir wollen den Win. Weil wenn wir jetzt nochmal einen Win haben, sind wir zu 100% in den Playoffs. Wir sind jetzt schon zu 90% in den Playoffs, aber 100 gefällt uns mehr. Habe ich recht? Ja, gibt es nicht. Weil, oder denk an die Focus Blast Misses. Denk daran. Oder obwohl sind wir eigentlich zu 100% schon in den Playoffs wegen Differenz? Ich weiß nicht. Wir können minus 12 bekommen, die können plus 12 bekommen, dann können wir noch rausfliegen. Ja, wir sind noch nicht 100%. Auf jeden Ja, Fall. aber allein wegen den Punkten. Ja. Die Ja. Punkte können uns noch raushauen, Ja. so ist es nicht. Hier sind. Wir wollen jetzt auf die Tabelle eingehen, Wir also. wollten auf die Tabelle gehen. Es sind schon viele Teams draußen. Ich glaube, die einzigen Teams, die jetzt noch mithalten können, sind die mit 15. Vielleicht noch Trouble in Tagelakon könnte knapp werden, aber ich glaube nicht. Also, ich glaube, ab. Also, EG Kario Also könnte die es noch schaffen. einzigen. Die Psychos könnten es noch schaffen. Vortis sind gerade sehr gut dabei. Raus sind leider Vaping, Heroic und Raid. Jeremy, Kuss geht raus. Nächste Season Leider. machen wir es besser. Unsere Lieblingsteam. Nächste Season machen wir es besser, Jerry. Und nächste Woche kassierst du aber trotzdem noch eine Schelle. ja, Was? da gehen wir. Ist die Killrangliste zurzeit updated? Nein, die ist nicht zurzeit updated. Schade. Also, Dann, aber ab hier sind wir oben mit dabei mit unseren geklauten Pokémon. ja. Ja, wir haben nämlich in unserem Kader einen Slibunna, nicht? So. Ja. Aber. Wenn wir damit fertig sind, kommen wir zum eigentlichen Spieltag diese Woche, Spieltag 12, mit dem Team, welches letzte Woche reingeschissen hat, aber jetzt diese Woche zeigt, was sie eigentlich wirklich können, nämlich nicht gegen Nervensägen spielen. Weil das können wir nicht. Jawohl. Ja, Ja. Nee, ich glaube, wir wir spielen können gegen heute Holy gut werden. Heliolisk, einen der chaotischsten Kader neben Primetime Salamander, würde ich sagen. Ich glaube, das Ja, beschreibt auf es jeden Fall. eigentlich Also, sie haben da gut. so ein bisschen. Ja, sie wurden halt im Draft gesniped. Sie wollten eigentlich Regen picken. Dieses Pelipper. Ja, aber wer pickt Dieses. bitte Pelipper vor Vedra King? Ja. Gute Frage. Wer pickt eigentlich Pelipper vor Vedra King? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall keine gute Idee. No front, Aber wie aber. gesagt, Pelipper haben wir im S hier. Was halt. Das Ja. Pelipper im S. Mit basically in diesem Team kein Pelipper im S. Ich sehe Ja. halt, da es kein Regenteam richtig ist, weil wir halt nur Crawdaunt haben im A, sehe ich es halt auch mehr als Armon.
Dafür sehe ich Merrowack in dem Team als S-Mon, also gleich sieht das so aus. Merrowack ist insane in diesem Team. Also, Merrowack ist halt wirklich ein so insanes Mon. Kavalanza ist ganz cool. Insgesamt ist deren Team sehr langsam. Sie haben ja noch das schöne B-Team mit Lamos, Raichu und Capoeira. Alcremie, sie haben Alcremie, sie haben Delimantur, Flunchelig und Bisofunk. Und dann haben sie das gefährliche Viech im S, nämlich das Gottrom. Weil es Graswert hat, Grassy Glide, Band, tut einfach weh, außer einem Skarm. Grüße gehen raus. Halt ein physischer Offensiv das Team angelegt. Philippa kann vielleicht auch mal reinböllern, aber der ist halt nicht der schnellste, ne? Aber wir dürfen auch nicht Lamos und Raichu unterschätzen. Und natürlich ein Setup Alcremie, aber das verliert einfach gegen Pixie, glaube ich. Ne? Ja. Oder halt irgend alles, was physisch ist. Ja, bei uns in diesem Spieler werden wir ja gleich sehen, was alles physisch ist. Denn wir kommen nun zu unserem Team. Damit du weißt, wo wir gerade sind, na, dann mache ich dir mal die bisschen Übertragung an. Du musst mir gar nicht sagen, ich telefoniere eh nicht über den Computer, deshalb. Ja, trotzdem, möchtest du nicht als erstes mit unserem Skarm anfangen? Ja, Mann, also ich gucke lieber gar nicht die Bildschirm übertragen, es ist viel zu klein zu lesen. Ich gucke lieber in mein Team, bitte. Also, nicht ihr Team. Mhm. Haben ein Leftover Scam dabei, Full für Steph. Was ganz Neues, unser kreativstes Set seit Wochen. Wir haben Braveheart, Stealth Rock, Roost und Bifrog dabei. Ich bin basically Mono Flying Type, weil wir das als größte Schwäche bei denen sind, von den drei Typen, die wir spielen können. Und wollten die Rocks dabei haben. Ja, Rocks. Menectic. Ich fange mal einfach mal weiter mit Menectic. Wir wollen. Bisschen zügiger heute durch, ne? Menectic ist auch heute etwas anders. Mit einem kleinen Move. Nämlich Volt Switch, Thunderbolt, Flamethrower und Snarl. Snarl ist dabei, falls sie Lightning Rod Memory wegspielen. Damit wir das trotzdem noch töten. Ja, weil das ist ihr einziger Switch in dagegen. Lightning Rod Memory weg in Dingens. In Menectic. Weil alles andere wird zu sehr gedamaged von Thunderbolt oder von Flamethrower. Und das ist übrigens auch ein. Und Menectic ist übrigens hier diesen Spieltag ein so genialer Lead. Ja. Weil es gibt wirklich kein Pokémon, das gegen uns gewinnen kann. Außer Gortrom. Ja. Und bei Gortrom können wir entweder einfach auf Skarm rauswechseln. Oder einfach Borsi Flamethrower drücken, falls sie sich setupen wollen oder so. Wir haben ein paar Dinge gegen das Team. Nämlich haben wir auch Miltank. Miltank ist der Counter gegen alles, was physisch ist. Bedeutet. Alola Knogger eigentlich nur. Also Alola Knogger und alles, was physisch ist, was ihn ein wenig über 50% macht. Weil wir haben Konter dabei. Ne? Wir leben viel. Alola Knogger macht uns gar nichts. Das einzige Problem ist, wir treffen halt keinen Pilipper. So, Pilipper treffen wir nicht. Das heißt, gegen Pilipper müssen wir raus. Die sind wir halt eingegangen, aber wir können ein Pilipper Thunderwaven. Ja, weil wir schneller sind, weil Miltank hat 100 Base Speed und mit dem outspeeden wir Full Speed Crawdont, also Krebutak im A. Und Marowak auch, wir outspeeden auch noch Pilipper, wir outspeeden Cavalanzas, wir outspeeden Slowbro, wir outspeeden eventuell Hitmonchan, wenn das defensiv ist. Wir outspeeden Alcremie, wir outspeeden Delimantur, wir outspeeden Flunschlick, wir outspeeden Bisofang. Und alles ohne Initless. Und dann kommen wir, glaube ich, zum kreativsten Set mal wieder. Und mal wieder ist es Pixie. Es ist noch schöner. Es ist Kirby. Kirby, ihr merkt schon langsam, unsere Namen werden immer kreativer, wenn es unser Shiny ist, ne? Ist diesmal Scarf. Mit 4 Angriffsmoves, die wir für wichtig erhalten haben. Weil jeder Move halt. Ein anderes Mon einfach Revenge. Das ist unser Team, Leute. Nein, es kommen noch 2 Mons. 2 Pokémon? 3 Pokémon? 2. Zoroark? Zählen kann ich nicht. Zoroark, möchtest du fortfahren? Willst du sagen? Ja. Ich glaube, das ist dein Lieblingsset. Hast du dich gemutet oder so? Nein. Oh, du bist einfach lauter geworden und auf einmal hörst du mich nicht mehr. I can't hear you. Okay, jetzt kann ich nicht hören. Bro. Ja. Du bist einfach lauter geworden für eine Zeit und da hast du mich nicht gehört, egal. Willst du mit Zoroark fortfahren? Ich fahre fort mit Zoroark, weil wie gesagt, ihr Team arsch langsam.
Und Zora kann das natürlich sehr nice ausnutzen und Modest spielen. Ansonsten haben wir doch Moves, die ihr Team krass fertig machen. Flamethrower, Dark Pulse, Focus Blast, U-Turn. Wir haben den E-Belt dabei. Erstens, weil wir den Lightroom auf einem anderen Pokémon dringender gebraucht haben. Und zweitens, weil wir damit immer noch vortäuschen können, ein anderes Pokémon zu sein. Ohne, also wenn wir in das Pokémon reingehen, bekommen wir immer einen Chip von Life Orb. Und dann sehen sie, oh, das ist ja Zoroark, das Ding mit dem Life Orb Chip. So, kriegen wir aber keinen Life Orb Chip, dann wissen sie jetzt nicht unbedingt. Und wir können uns zum Beispiel als Skarm tarnen und sie denken sich so, oh nein, ich muss jetzt da raus in Knogger. Und dann wäre natürlich wild, wenn das so ein Dark Pulse dann abfangen muss, das arme Knogger. Ansonsten Flamethrower für ihre gesamten Feuerschwächen. Focus Blast für dieses komische untere B-C-Tier. Nee, nur dieses C-Tier eigentlich, weil. Und Crawdon. Das droppt einfach alles an. Und Crawdon. Und dann noch. Ja, und Crawdon. Und das ist noch U-Turn für Momentum. Und weil Scorton noch sehr effektiv trifft. Mhm. Und Dann haben wir noch zu guter Letzt Gurgeist. Ein Full Attack, Full Speed Adamant Gurgeist. Mit Life Orb und Flame Charge. Was wir uns dabei gedacht haben, wir können uns mit Flame Charge eigentlich sehr gut setupen. Und auf einmal ist das Ding schneller und fickt alles. Ja, wir sind schneller als Full Speed Raichu, oder? Auf plus 1, ja. Ja. Weil das ist natürlich ziemlich nice, weil den Rest töten wir einfach. Und vor allem die Prios, die sie haben, Aqua Jet und Grassy Glide, machen halt nicht so dick Damage, ne? Ja. Und wir haben diese These dabei, damit wir zum Beispiel das Matchup gegen. Keine Ahnung, irgendwas gewinnen gegen diese defensiven Kackmods. Und da kriegen wir dann vielleicht noch ein paar Flamecharges raus. Und ansonsten, weil der Plan ist, Gorton töten und mit Manectil cleanen. Ja. Und mit Pix natürlich auch cleanen. Oder Manectil cleanen. Dann wäre es das von unserem Team. Wir müssen uns jetzt erkundigen, weil jetzt in der nächsten Zeit der Kampf beginnen sollte. Wir hören uns dann gleich. Bis dann. Danke. Willkommen zurück, meine Freunde. Was fehlt? Hallo. Philippa, die haben keinen Rain. Ja, das finde ich sehr geil, weil dadurch trifft Raichu's Donner nicht immer safe. Das Aqua Jet von Crawdon ist weniger gefährlich. Mhm. Und Manectic sieht umso insane aus, oder nicht? Ja. Weil, warte mal, warte kurz. Glaubst du, wir können mit Zoroark liegen? Ganz kurz, ich will mal kurz wegen einem bestimmten Lied gucken. Thunderbolt macht gegen Slowbro Galar den meisten Schaden, okay. Mit was wolltest du leaden? Ich wollte fragen, ob wir nicht in dieser Situation mit Icon All liegen. Wollen wir einfach mit Zoroark. Ja, stimmt, lass einfach mit Zoroark leaden, oder nicht? Oder den sogar als Garm tarnen. Zoroark, Skarm, Tarn, mach. Ich sag, wir tarnen den an dem Spieltag als Skarm, ja, oder? Ja, Zoroark und Skarm als letztes auswählen. Finde ich gut. Ui. Weil wenn dann jetzt sowas kommt wie... Eigentlich, ich schmier nicht ab. Warte, was kennen wir nicht? Mit Telefon schmier nicht ab. Bist du da? Er ist wieder laut geworden und man hört ihn nicht. Er hört mich nicht. Ah. DJ? Ist ein Min-Min? Ja, hörst du mich wieder? Oh ja, sehr. Du warst jetzt wieder laut, aber hast mich nicht gehört. Nein. Ja, ich weiß, irgendwas ist läuft wrong. Also ich wäre für den. Ja, Zoroark als erstes kam als letztes auswählen. Also. Weil was wären denn ihre Leads? Ich habe halt Angst, sie mit Slowbro oder sowas zu. Ja, deswegen. So, eigentlich egal, was sie leaden. Zoroark ist insane. Weil wir können einfach U-Turn, auch notfalls. Deswegen lass auf Zoroark. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen kacke wäre, wäre Capoeira, wie hieß das nochmal? Hitmontop. Aber du hast halt gesehen, was wir vorhin dagegen gemacht haben. Ich habe vorhin mit AV-Set gespielt. Und du hast halt gesehen, was für Damage es gemacht hat. Darin nichts. Ja, doch, mit einem CC macht es uns halt trotzdem viel. Ja, aber. Und es kann Triple Axel. Ja, aber es hat keinen Coverage, um Skarm gut zu treffen. Ja, also aber wir lieben mit Zoroark und als letztes Skarm auswählen, ne? Ja. Ich glaube, die schlechtesten Needs, die wir bekommen hätten wir können, wären Raichu und Capoeira. Jetzt kommt Rillaboom rein. Wollen wir Flamethrower? Oder wollen wir Dark Pulsen?
weil sie denken jetzt, wir sind wirklich mit Scum. Nee. Ich will Flamethrower, falls sie irgendwie drin bleiben und sich dumm setupen. Nee, aber sie können sich nicht Wir setupen. Haben eine 75% Chance zu killen. Und vielleicht gehen sie jetzt hier raus auf, wenn sie jetzt hier raus auf Marrow gehen. Ah, warte kurz, Rillaboom gegen... Ich habe halt Angst, dass sie halt irgendwas drücken einfach. Wie... Würden sie jetzt hier mit dem Grassy Glide killen eigentlich? Würden sie. Ja, okay. Ja. Aber ich würde dann sagen, das würde ich riskieren. Könnten jetzt hier auch einen Knock offen. Ja. Ich würde jetzt hier einfach Dark Pulsen. Dark Pulsen? Also nicht Flamethrower? Also Flamethrower wäre halt, glaube ich, der safere Play, weil wir einfach danach auf Dark Pulse gehen können, wenn sie jetzt hier raus auf Marrow gehen. Dann sage ich auch, Flamethrower ist der beste Play. Ja, Flamethrower, komm. Oh, die Roll. Die Roll. U-Turn? Okay, 1%, wir liegen Rocks und das Ding ist tot. Ja, Mann. Ja, aber die Roll ist mies. Das war fucking... Ah. Warum? Ja, ja, aber ich sag, wenn wir die Rocks legen, das Ding ist tot. Crawdon kommt. Aber ich kann so. Das Ding killt uns jetzt mit. Crawdon killt uns jetzt mit Aqua Jet, ne? Ja. Das heißt, wir gehen hier einfach raus auf. Okay. Jetzt haben wir Konto auf Mittag, das heißt, wir können safe in den raus. Oder waren wir trotzdem nicht in den raus als Ehre, weil wir halt die Attacke gerade dazu gepackt haben? Ich würde halt trotzdem, ich bin ehrlich, ich würde hier trotzdem. Wollen wir nicht hier einfach raus in Gurgeist? Wir sind doch schneller. Ja, ich kann gerade irgendwie meine Kalks nicht aufrufen. Also ich kann dir sagen, ne, gegen ein, wie ist es nochmal? Crawdon, ne? Crawdont. Aquajet killt nicht, danach würde Knock-Off killen, wenn die Fullspeed spielen, wären sie schneller. Und das können wir dann am Schaden sehen, ob sie Fullspeed sind. Weil wir sind jetzt gerade. Oh fuck, die sind langsam. Die wären trotzdem vielleicht schneller, ne? Ja. Aber können wir jetzt nicht Fokus blasten oder ist, ich glaube, Zorog ist aber noch zu wichtig, oder? Ja, Zorog ist viel zu wichtig. Wegen dem Speed. Dann lass Mittag gehen. Nein, warte, ich würde jetzt auch gamblen und auf Focus Blast drücken. Wirklich? Ja, weil glaubst du, sie gehen hier auf Aquajet oder sie gönnen sich Setup? Die gehen auf Aquajet. Aber Kilt, Close Combat plus Aquajet mit Life Orb. Ich kann, wie gesagt, meine Kites nicht aufrufen. Meinst du Mittag zum Beispiel? Ja. Crab Hammer könnten sie spielen, plus Sword Dance, ne? Plus 2 würde killen. Nein, ich meine Aqua Jet plus Close Combat. Wie viel Schaden haben die übrigens gerade gemacht im Zorak? Mit Rilla? Ich will jetzt noch kurz gucken. Was haben sie gegen gedrückt? Nochmal U-Turn, ne? Naja. What the fuck, die sind halt kein Damage-Boosting-Item. Ja, okay, das heißt, die sind Ockerberry. Könnte sein, ja. Ne, sind sie nicht. Wir haben gerade Flamethrower gedrückt. Vielleicht sind sie Boots. Boots, ja, genau. Aber nochmal wegen Crawdon jetzt, ne? Ja. Wir können hier Focus Blast gamblen, ne? Aber der Aquajet killt uns halt einfach. Und ich weiß nicht, ob wir das Ding wegwerfen wollen. Weil Gurgash oder Miltank sind die safere Variante. Weil Miltank. Aber ich meine, guck mal. Ja. Miltank kann einfach danach Konter drücken und ist halt. Das Ding ist tot. Ich weiß, aber Kill Aquajet ist plus Close Combat. Und wo kommt denn der Close Combat? Na, von Crawdon. Der kann Close Combat. Der drückt erst Aquajet und danach drückt der Close Combat. Auf was? Auf Mittag. Ja, nee, also. PC? Kurz, ich guck mal kurz. Einfach so Close Combat würde nicht gehen. Und mit Aquajet zusammen auch nicht. Wir würden immer mit 99% überleben.
Und deswegen würde ich halt in beiden Fällen eigentlich sagen, dass Goga ist der Player ist. Weil da, da ist halt Knock auf die Sache, ne? Wollen wir einfach Fokus blasten? Ich glaube, Zorak ist nicht so wichtig, oder? I don't know, Zorak ist eigentlich schon wichtig wegen Marrow. Wir könnten jetzt hier einfach auch aber auf... Nee, Skarm bringt uns nichts. Ey, ich würde hier einfach wirklich auf Gurgles rausgehen. Wir müssten halt... I don't know, ob die halt Speed spielen. Eigentlich schon, ne? Ah, Mehltank wäre halt auch die Idee, aber die war... Die Sache ist halt, ich weiß halt nicht, ob die vielleicht CC dabei haben. Ne? Und wir überleben das, dann können wir einfach Konter drücken eigentlich. Na? Deswegen lass vielleicht einen Mehltank raus. Dies. So, warte. Ich habe jetzt auch die Kalks. Muss ich erstmal wieder in Showdown einloggen. Mhm. Nein! Wieso schützen jetzt das Internet ab? No. Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Ja. Ja, dich höre ich schon. Genau jetzt. Okay. Es lädt wieder. Oh mein Gott. Ich würde halt einfach wirklich in den Mehltank raus. Weil wenn Crawdon tot ist, ist es tot. So, die Mineral war jetzt unlucky, weil Rillaboom wäre einfach tot. Ne? Ja. Ja, ich sag. Also, es kommt nach einer Attacke halt raus, dieses Rillaboom. Falls keine Rocks liegen. Oder keine, wenn wir mit Pixie reinkommen. Und die nicht Grassy Glide drücken. Und deswegen würde ich halt einfach sagen: Bro? Ja, wir gehen im Mehltank immer. Okay, Mehltank. Drück. Dark Bite jetzt. Okay. Es kommen die 22%. Das heißt, sie sind. Warte, 22%? 22? Die sind Bandit. Ja, sie sind kein Life-Orb. Nee, achso, nee, warte, Mehltank. Ich habe mal mit Gurgles geteilt, sorry. 22% passt. Die sind nicht Bandit, dies alles passt vom Schaden her. Und wenn sie jetzt Close Combat drücken mit Crawdont, machen sie uns 74 maximal. Das heißt, wir können hier einfach Konter drücken. Ja, oder sie haben jetzt Angst vor Bunny Press, richtig? Ja. Aber ich würde jetzt einfach Konter drücken, falls sie jetzt sagen, fuck it, weil die Press killt uns nicht. Warum sollten wir hier nicht Konter spammen? Wenn sie wechseln, okay, dann drücken wir dann auf Thunder Wave. Oder halt wechseln raus. Oder nicht. Ja, also ich denke mir halt, was sie halt jetzt reinbringen, ist halt Hitmon. So ein Hitmon countern wir halt einfach auch weg. Ja, aber können wir nicht zweimal EQ'en? Das geht das Ding nicht. Doch, wenn er nach dem Plus 1, doch. Oder wir drücken Thunder Wave, weil ich habe Angst, dass ich jetzt setup. Aber ich glaube auch nicht, dass ich würde countern. Obwohl. Wirklich, ich glaube, der Midground-Player wäre Thunder Wave. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir zu overpredicten, Bro. Na was, Sie sehen doch jetzt, dass das... Ja, komm, drück Thunder Wave. Drück Thunder Wave. Hitmon kommt. Danke. Siehst du? Danke. Intimidate. Danke. Wir sind schneller jetzt. So. Wir drücken Konter, oder? Hitmon top. Are you usage? Dürfte uns nur killen, wenn sie banned sind, glaube ich. Banned hat nur eine 50% Chance. Ja, auf unserer Range eine 100. Achso, ja, stimmt. Hoffen wir mal nicht, dass sie banned. Hoffen wir mal nicht, dass sie banned drücken und drücken Konter. Wie wär's, wir gehen in Gourmet raus, weil. Hitmontop hat keinen. Ja, mach. Warte. Oh mein Gott. Urgeist, weil wenn die sich jetzt setup mit Bulk up oder sowas, warte. Ich guck nochmal kurz nach. Wenn sie nämlich mit Bulk up setup, dann haben wir ein Problem. Weil wir killen das Ding mit einer Power Whip, ne, Hitmon.
sollten sie HP Full Attack sein. Also Hitmon hat Close Combat, Mud Punch, Rock Slide und Triple... Oh man, ja, Triple Axel hat das Ding, scheiße. Ja eben, das aber wir sind halt schneller, also wenn die jetzt halt nicht Triple Axel drücken, können wir halt danach einmal einen Power Whip rauskriegen wenigstens. Können wir danach in Pyxi? Wir könnten danach in Pyxi, wenn wir sterben, ja. Oder in Garmon, wir legen die Rocks. Ja, oder so halt, aber ich würde jetzt hier in jedem... Wollen wir nicht in jedem Fall hier auf Gurgeist oder wir drücken Konter, wenn sie uns killen? Nein, ich würde nicht auf Gurgeist gehen. Also ich würde jetzt hier Konter gehen und wenn und danach halt entweder in Pyxi oder Skarm. Konter und dann Pyxi. Okay. Toxic. Deshalb meinte ich Skarm, Digga, das wäre gerade so geil gewesen. Egal. Jetzt raus auf Skarm ist halt so eine Sache, ne? Ja, jetzt haben sie... Ich hab gesagt, ich höre nicht mehr auf die... Hey, du hast gesagt nicht auf Gurgeist. Du hast gesagt, wir bleiben drin und gehen dann raus. Ich hab gesagt auf Skarm. Ja, okay. Lass jetzt... Weil die sehen... Das heißt, sie sind kein Band. Ja, so. Das heißt, die drücken jetzt hier CC. Die haben jetzt CC, Triple Access, Setup oder so dabei. Und... Aha, jetzt. Wir können halt jetzt hier einfach weiter Konter spammen auch, ne? Aber ich weiß nicht, ob uns das bringt. Du bist dein am Toxic. Wir drücken jetzt Deckenlampe. Okay. Oder? Ja, okay. Oder Pyxi, was macht Ingo? Hab. Also, sie sind kein AD. Hitmon. Sie sind kein AD. Pyxi, ne? Ja. Also, nee. Kirby. Wenn bitte. Wenn die jetzt hier Triple Axel drücken, killt uns das probably. Triple Axel. Skarm. Nee, nicht Skarm. Pyxi meine ich jetzt. Und Skarm. Also Skarm kriegt 50 ungefähr. Wenn wir danach doch Dings drücken, dann würden wir zwar durch einen Brave Bird sterben, beziehungsweise durch die Leftovers können wir uns gegenheilen. Wenn. Wir sind kein Band. Du musst nicht mit Band kalten. Achso, stimmt. Ja, okay, wir gehen in Scam. Wir gehen in Scam. Marowak kommt raus. Hier war. Jetzt ist halt Metank kalt, ne? Ja, ich weiß. Ach, das war gerade so unglücklich, der Play. Aber wir gehen ja eigentlich immer in Gen 2 Huso. Ja, trotzdem Metank. Eigentlich ein Mehltank. Dieser. Ja, es war ein Missplay von mir jetzt, sorry. Der Toxic hätte verhindert werden können. Marrow weg, Alola. Auf plus 2 killt er uns nicht. Also wir gehen in Pyxi, oder? Ja. Hallo? Ja. Ich meine, wir gehen in Gen 2 Huso. Ja. In Pyxi. Er legt die Rocks. Ja. Wir wissen, wir haben Konter, wir drücken aber Earthquake. Ja. Die Rocks liegen, wir haben Defog dabei. Wir haben Defog dabei. Deswegen habe ich den Defog auch gehabt. Ja. Gen 2 Huso gegen Marowak. Hat das irgendwie irgendwas? Oh Gott. Nein, das war als besten Move hat es Brick Break. Wer macht das? Und bei aller Liebe zu Marowak, das killt nicht. Und wir killen das aber auch nicht. Ja, aber wir damagen es an. Das hat keine Heilungsmöglichkeit. Ja, okay. Und wenn das Ding unter 50% ist, wenn das Ding unter 50% ist, dann geht's. Okay. Name Charge. Oh. Okay. Wir drücken jetzt nochmal. Wir drücken es nochmal. Ja, warte, gehen Sie in irgendwas rein? Nein, eigentlich nicht. Nö. Oder? Nö, Sie können nichts machen. Können einfach nochmal drücken. Wir haben keinen Wettenfest, oder? Nee, aber wir wechseln doch jetzt raus, oder? Ja, aber trotzdem. Das wird jetzt auf mich getrunken.
Nein, wir drücken jetzt hier Earthquake, weil sie trotzdem angreifen. Bro, wenn wir jetzt Milchgetränk drücken und die greifen an, sind wir gefickt. Ja. Deswegen drück einfach Earthquake. Aber wir überlegen halt gerade, in wen sie rauswechseln. Tun sie? Ja, sie überlegen auf jeden Fall. Vielleicht haben sie Brick Break dabei und sind Expert Bait, deswegen. Earthquake. Earthquake. Es ist Earthquake. Earthquake kommt. So. Lass sie da. Können wir einmal Milchgetränk drücken? Nee, eigentlich nicht, oder? Das ist langsamer. Probably no. Wir könnten jetzt hier in Gurgeist gehen, vielleicht. Oder in, eigentlich in Scum und dann defoggen eine Runde, oder nicht? Ich wäre für einmal Milchgetränk. Okay, komm, probieren wir es. Ich glaube, nach dem Toxic Damage sterben wir einfach, weil wir kriegen 25% Toxic. Ja, aber danach können wir gute Situationen mit Pixie vielleicht abfangen oder so. Und Miltank hat jetzt eigentlich schon seinen Work getan, weil ja, okay. Rotom ist. Drück einfach Milk Drink. Weil was, wenn sie jetzt hier wieder raus da bin, komisch. Ja. Milk Drink ist gut. Oh mein Gott, die Rocks mattern. Der Chip von vorhin mattert auf Zoroark. Die Rocks killen jetzt Zoroark. Ja, wir müssen halt vorher Deckenlampe Deckenlampe reinholen, bevor wir. Wir müssen halt die Rocks wegkriegen. Ja. Ey, dieser Roll und der eine Misplay. Ey, tut mir so leid. Ey, die Roll können wir nichts für, aber den Misplay war halt jetzt. Aber vor allem, wir haben den perfekten Switchen als Scam und dass sie da Toxic drücken, verstehe ich auch nicht. Sie bleiben drin. Die greifen an. Okay. Und wir sterben. Aber weißt du was? Ja. Fein. Das ist fein. Können wir jetzt nicht einfach in Pixie gehen? Oder wir gehen jetzt da Scam und Defog. Scamry, Defog. Ja. Ja oder nein? Oder wir holen uns mit Go-Price-Setup. Wir haben halt jetzt unseren. Was ich halt jetzt sagen würde, ne? Auf der Range, auf deren Marrowake-Range, ne? 40%. Was ist die Attacke, die unser Dings am meisten macht? Marrowake, mit Pixie. Ich will nur gucken, ob wir einfach. Ja, mit Pixie können wir hier gegen Hitmon. Der ist keine AB. Weiß. Da musst du die optimieren. Hitmon top müssen wir Moonblast drücken. Und das killt nicht mal. Aber wenn sie nicht AB sind, dann. Sicher, dass sie nicht AB sind? Ah ja, die haben Toxic gedrückt. Ja. Wir können hier einfach Moonblast drücken, eigentlich mit Pixie. Wäre erstmal Damage weg. Ne? Wenn wir einfach in Gurgeist gehen, bitte, und Setup holen. Oder so, ja. Gurgeist kann gerade durch das ganze Team durchsüben. Obwohl, wenn der Triple Axel kommt, sind wir gefickt, ne? Triple Axel hat nur eine Skill Safe mit. Wir könnten aber auch jetzt hier einfach Power Whip drücken und es umbringen. Genau. Ja, genau. Ja, okay, komm. Und das Ding ist einfach. Oder holen wir uns später Setup? Ich würde halt eigentlich. Ich würde halt entweder jetzt Scam Defog drücken und dann nochmal rauswechseln, wenn das Marrow wegkommt, in zum Beispiel. Oder wir drücken halt, warte mal kurz. Ich glaube, wir müssen jetzt in Gourmet gehen. Ja, eigentlich müssen wir in Gourmet gehen und es killen. Oder in. Also, wir drücken jetzt hier einfach Power Whip oder Zitrusbeere. Wir müssen es killen. Wir müssen es killen, Power Whip, bitte. Nein, wir drücken Flame Charge. Nein! Die drücken einfach. Nein! Wir bringen das um. Nein. Bist du geistig, Binder? Wenn jetzt hier Triple X drücken, sind wir gefickt. Punkt. Haben wir verloren. Ja. Ist dir das bewusst? Ja, aber sie werden den doch jetzt nicht abwerfen. Oh mein Gott, der hat Cyclus Berry. Ja, eben. Deswegen aber, werden. Ja, aber Dicker, bleib mal ganz ruhig. Wenn wir jetzt Setup kriegen, was hält uns auf? Dann drück Flame Charge, komm. Ich vertrau dir. Oder? Oh, warte kurz. Ja. Wie viel Schaden haben wir den gemacht mit? Was haben wir den Schaden gemacht? Mit Earthquake von Miltank.
Wie viel? Warte. Auf minus 1, 15%. Die waren da schon minus 1. Ja? Nee. Nein, waren sie nicht. Die sind full fisted. Nee. Ja, die müssen full fisted sein. Doch. Warte kurz. Ganz kurz. Ja. Die sind full fisted. Stopp. Die waren. Die haben doch. Nee, die Close Combat haben sie doch erst jetzt gerade gedrückt. Die waren da minus 0, meine ich. So. Das heißt. 15%, die sind actually wirklich. Warte, ich muss nochmal kurz nochmal neu machen. Hitmon Pop. Full Fist Death. Könnte Full Fist Death sein. Vom Kalk her muss das doch sein. Das ist doch. Das ist ein Impish Full Fist Death. Wir waren doch auf minus 1. Das ist Impish Full Fist Death. Frage ist. Nein, die waren nicht auf. Achso, wir waren auf minus 1, ne? Ja, wir waren. Ja, dann nicht, dann sind sie normal. Normal? Ja, Mann. Wenn wir auf minus 1 waren, warte kurz. Wenn wir auf minus 1 waren, dann war das eine Max Roll sogar. Die müssen. Also mit Element passt es noch besser. Die sind Full HP. Die sind Full HP Element. Auf minus 1 passt das. Was ich jetzt aber kalken wollte, ist ja. Jetzt Full HP Element, das wissen wir jetzt, ne? Gurgeist. Triple Execute einfach von denen, ne? Die sind kein Life Orb, das kann ich nicht sagen, die sind Citrus Spear. Deswegen packe ich mal jetzt einfach das Item weg, weil wir. Ich trage Citrus Berry drauf, ne? Power Whip Kit hier. Auf minus 1. 1 killt Power Whip sowieso. Poltergeist killt auch. Ja, das könnten wir halt auch drücken, falls jetzt Marowak reinkommt. Wollte ich sagen. Ja. Ich würde sogar hier Poltergeist anstatt Flame Charge drücken. Weil warum sollten wir Flame Charge drücken, wenn jetzt Weil was möchte jetzt in Poltergeist reinkommen? Fragezeichen. Sag mal bitte. Gar nichts, aber was möchte. Ja, das heißt, ich müsste das eigentlich hier abwerfen. Ja, Poltergeist, komm. Yep. Okay, ist gut. Perfekt. Ja, siehst du, hätten wir Flame Charge zurückwärts, weil basically gestorben. Ja. Nee, aber gut, dass wir nochmal die Situation geguckt haben. Gut, dass ich es getan habe, richtig. Aha. Nicht. Oh, sie können wieder einen Crawdon und Faxen machen. Warum? Mit was wollen sie einen Crawdon und Faxen machen? Setup. Knockoff. Stimmt. Weil ich will nicht den Scar von Pixie genockt haben. Weil Pixie kann am Ende hier noch durchgehen vielleicht. Ja. Mit Shadow Ball. Warte, was war eigentlich dieser Damage auf Marowak? Die. Zweimal Rocky Helmet. Also es war Rocky Helmet und der EQ von Dings, der normal viel Damage gemacht hat. Ja, EQ hat wie viel gemacht? 44. 44. Aber es hat 44% gemacht. Marowak, Alolan, ja, das passt zu der Roll. Bruh, die sind full speed. Kacke, wir sind im Speed High. Kacke. Full Speed sind sie nicht, sie könnten Element sein. Wie viel Damage haben sie uns denn mit dem Flame Charge gemacht? Wie viel Damage war der Flame Charge? 12,5, die sind Adamant. Okay, sie müssen jetzt eigentlich. Ja, sie müssen in Seedrak hingehen. Ja, und in. Weil sie können nicht riskieren, dass Rillaboom jetzt droppt am Shadow Sneak. Sie müssen jetzt da reingehen. Weil Rideshot keinen Move mit dem uns rausnehmen kann. Und gegen Rillaboom würden das heißt, wir halt immer Flame. Gegen Rillaboom würden wir ja safe Flame Charge drücken, oder nicht? Ja, weil wenn das kein Damage Boostes Item hat, dann killt Knock Off nicht. Eventuell. Könnten halt Expert Bait sein immer noch, ne? Aber. Ja, sie müssen darauf. Ich sag. Rodon. Ja. Glaubst du die. Probably drücken wir jetzt hier Knock Off, aber.
Ich würde jetzt Skarm abwerfen. Ich würde jetzt Skarm abwerfen, ja, ne? Nee, Zorak würde ich nicht auch. Zorak abwerfen. Sicher? Mit was wollen wir dann einfach Merrow töten? Pixie. Mit Robins Snarl. Ich könnte jetzt aber auch hier setupen, ne? Wir könnten halt. Ach Gott. Ich weiß es halt, weil wir Pixie haben wir Anno, oder? Ja, dann lass doch Zorak. Zorak und abwerfen? Mhm. Ich hoffe, wir droppen meine Rocks. Der Knock-Off kam. Okay, Knock-Off. Gut, dass wir den getroffen haben, weil nichts von uns hätte noch Knock-Off treffen wollen. Ey, jetzt sind wir in Necktrick, oder? Oder in Kübel. Warum nicht in Kübel? Warum nicht in Kirby? Ich frag mich wirklich, warum jetzt nicht einfach in Kirby gehen? Weil wir dann ins Slowbro gehen. Okay, dann zeige ich mal kurz was, okay? Slowbro Gala. Wir kommen auch. Egal, aber wir können auch in Pixie gehen und Faxen machen. Weil sie wissen ja nicht, dass wir Scarf sind. Ja, wir können halt. Und normalerweise sind sie Fullspeed schneller und Box können uns nochmal Damage rein. Eben. Pixie. Vielleicht haben sie auch Poison Jab oder so dabei. Ja, extra dafür. Mhm. Oder Iron Head. Ja. Und jetzt hier einfach okay. Einmal Moonblast drücken. Ja. Verlieren wir, wenn sie ins Slowbro rausgehen? Slowbro. Was sollen wir da verlieren, ist halt die Frage, ne? Wir können auch Thunderbolt drücken. Wenn sie ins Slowbro rausgehen, gehen wir halt einen Skarm. Punkt. Was sollen wir machen? Ja, warte mal. Können wir nicht Thunderbolt drücken? Nee, Thunderbolt wäre nicht der beste. Obwohl, können wir Thunderbolt drücken? Das wäre sogar der beste Midround-Play dann. Rodon. Ja, weil der Typ ist eigentlich voll gekalt. Der killt das eigentlich. Auf der Range, ja. Thunderbolt. Ich hoffe, sie haben keine HP im Rest. Das wäre jetzt kacke. Ja. Und ja, aber es muss sein. Warte, wie viel hat Knock-Off, wie viel hat Aquajet gemacht? Aber daran können wir ja gucken. Und, oh mein Gott, weil sie sind ja in den gegangen, weil der schneller ist, oder? Ja, glaube. Dann drücken wir jetzt dann Thunderbolt. Ja, okay, komm. Oder drücken wir Moonblast? Nee, Thunderbolt. Wenn Meryl weg. Es kommt Galar, Slowbro, okay. Ja. Es ist Avi. Das ist Avi. Ja, kein Trickroom. Okay. Also einige Scheiße. Obwohl, warte. Wie viel Damage war's? Irgendwas? Hm. War es 18, irgendwas oder genau 18? Genau 18. Fuck ey. Das Problem ist. Nee, bei mir passt das. Bei mir passt das. Ja, 18,2 ist die Midroll. Sie müssen Assault West Full Attack oder so spielen dann. Also nicht Full Spätz Death, sondern. Hier. Full, also Spätz Attack Invest. Maybe sogar modest 18% Minro. Ja, okay. Wir müssen hier raus. Die sind probably kein Trick Room und Skarm. Oh Gott, Skarm sieht halt nicht gut aus gerade. Das sieht halt am besten aus. Wir haben halt jetzt kein Zorak mehr, ne? Ja, wir haben nur noch Gourmet. Die haben probably, obwohl wenn die halt erwiesen, haben sie kein Slack auf, ne? Ja. Was macht Gourmet denn bitte? Gourmet killt den nicht. Doch, Gourmet killt einfach mit Poltergeist. Aber wir können hier nicht einfach ein Gourmet rausgehen, wenn das Sludge Bomb kommt oder ein Flamethrower. Und probably kommt eins von beiden. Aber eine Sludge Wave? Wie viel Leben haben wir? Wie viel Leben haben wir? 75%, das Sludge Wave leben wir. Sludge Bomb leben wir. Sludge Bomb. Sludge Wave war sogar die stärkere oder die schwächere? Das war die stärkere. Wir machen nur 68%, aber mit Rocks killt die safe. Nee. Oder? Warte, wie viel Prozent haben wir? 77. 77, ne? Guaranteed One-Hit-KO. Okay, warte, Sludge Wave
37% Chance. Ich würde hier einmal ins Scam rausgehen. Ins Scam? Aber dann drücken sie Flamethrower. Ja, wenn sie jetzt Sludge Bomb oder Wave drücken, können wir einmal die folgen, oder nicht? Ja. Ich habe gerade Angst, dass uns Raichu am Ende hops sind. So, aber... Weil... Was willst du jetzt machen? Muss sagen. Willst du in Gurgeist rausgehen? Nee. Ich würde ins Scam gehen und die Rocks legen. Rocks selber legen. Und Scam damit abwerfen. Ja. Okay. Dann können wir aber die Rocks auch nicht weglegen, ne? Wegpacken. Wenn sie jetzt hier Trick Room drücken und irgendwie falsche komische Invests hatten, ne? Dann ist halt trotzdem geil. Na, dann ist GG. Jetzt lass ein Scam. Drück. Dutchbomb kommt. Wir drücken hier. Willst du wirklich Rocks drücken? Ich bin eher für Defog, aber. Ich bin für Rocks, weil dann stirbt Gortrom, der kommt keine Prio mehr raus. Warte mal, wir können beides. Was? Wir können beides machen. Wir leben doch keine Flamethrower. Doch, klar. Was? Ich bin gerade Full Spätz Attack Modest. Wir leben Flamethrower. Nein, hast recht, geile. Ja, wir drücken jetzt erstmal Stealth Rocks. Und jetzt drücken wir die Fog. Ja. Nee, Digga, wir machen unsere eigenen Rocks weg. Wir Idioten. Ah, stimmt. Wir hätten bald andersrum machen müssen. Fuck. Drücken wir jetzt Brave Bird und killen uns? Willst du es nochmal anchippen? Damit. Weil wenn wir es jetzt anchippen, yeah, damit, ne, kommt Gurgeist einfach safe erstens rein und drückt Poltergeist. Ja, ja, Brave Bird. Jetzt Gurgeist. Wir können nicht. Drücken wir danach. Wir drücken. Oh! Ich sehe gerade was. Was denn? Sie haben erstens Belebekraft, das heißt, der Chip bringt nichts. Mhm. Zweitens. Können Sie jetzt Gortrom abwerfen? So. Wollen wir maybe in Manectic gehen? Weil, wenn wir jetzt in Manectric gehen, ne? Ja, zweimal Thunderbolt Kill. Ja. Eben. Aber dann geht, Crawdon durch. Uff. Eigentlich müssen wir jetzt hier in Gurgeist und einmal Poltergeist drücken. Weil immer noch nichts. Ja, oder Synthese. Ja, oder Synthese. Aber Synthese sehe ich nicht so. Besonders nicht, wenn sie dann plötzlich doch mit fucking Flamethrower ankommen. Ja. Ja. Boah, das ist gerade schwierig. Also ich würde einfach jetzt hier in Poltergeist... Ey, ich glaube, der fucking Toxic Play war halt unser... Also, wir haben, glaube ich, zwei dumme Monster geopfert. Wirklich, wir hätten fucking Metal nicht opfern dürfen. Oh mein Gott. Ja, fuck ey. Wir hätten Defog vorjagen müssen. Oh Gott, wir spielen so dumm. Ja, ja, aber zum Glück haben wir jetzt nicht Defog gedrückt, das wäre ja der größte Salat gewesen. Ja. Eigentlich Gurgeist, Poltergeist. Ja. Drück, wir müssen Was sind sie? Ist Southwest, ja, okay. Wir drücken hier Poltergeist, oder nicht? Ja, aber sie gehen jetzt raus. Wir drücken Synthese. Wenn sie nicht Synthese drücken, sind wir tot. Also, was machen wir? Sie könnten halt predikten, dass wir langsamer sind. Deswegen, die könnten halt irgendwie, keine Ahnung, Full HP, Full Speed spielen oder sowas, weiß ich. Ja, aber dann gehen wir dann nicht rein. Außerdem sind wir schneller als Full Speed. Ja, eben. Deswegen denken sie vielleicht, dass sie schneller sind. Ich würde einfach jetzt hier Poltergeist drücken. Ich will keine dummen Synthese-Plays machen. Weil Synthese, wow, ja, dann wenn sie drin bleiben, wow, dann sind wir auf 20%. Ja, aber wenn... Oder wir drücken einmal Flamecharge. Das ist ganz dumm. Also wenn sie jetzt Synthese rauswechseln, dann können wir Flamecharge drücken. Aber dann würde ich das auch machen, jetzt. Aber dann können sie einfach in Crawdon gehen und wir müssen wieder rauswechseln. Und wenn wir jetzt Poltergeist drücken, ist Crawdon halt so eine Sache, ne? Weil Crawdon kassiert dann halt schön Damage. Ja, aber wir droppen jetzt. Aber ich sage, die werfen doch jetzt hier immer Gortrom ab.
Ja, komm, willst du Synthese drücken, dann mach. Ich weiß nicht. Wir haben bisher halt so gespielt. So safe. Oh Gott, dann entweder drückst du jetzt Flame Charge oder Synthese. Dann musst du sagen, was von beiden. Flame Charge bringt dir nichts, wenn sie Goldraum abwerfen, dann Synthese. Aber ja, ich würde sogar. Oh mein Gott, wir können jetzt auf Power Whip gehen, wenn sie einfach crawl und rausgehen. Aber Synthese, komm. Ja, sie haben Synthese? Ja, ich vertraue dir. Ja. Oder Boom kommt. Schade, dass er das Grasfeld nicht aufgesetzt hat. Okay, das war wichtig. Das können die Spiele entscheiden sein. Die Frage ist, was wechseln wir jetzt in Groudon rein? Nichts, wir bleiben drin und töten das Ding. Wie denn, das tötet uns mit einem Knockoff? Wirklich? Ja. Was waren sie für ein Item? Hola Amigo, die waren... Oh mein Gott, ja. Was ist? Oh mein Gott, ja. Die Sache ist die... Die waren banned, oder? Die waren nicht banned, nee. Nicht banned, was waren sie? Sie konnten ihre Moves wechseln, richtig? Ja. Okay. Und sie waren kein Live. Oder vielleicht, vielleicht waren sie auch banned. Ich kann kurz gucken, wie viel Band-Schaden sie machen. Band kennen sie uns safe. Warum haben wir nicht? Bleib mal ganz ruhig. Weißt du, was das Geile an Pixie ist? Pixie ist immer schneller als Crawdon. Immer. Ja. Auch wenn sie sich setupen. Auch wenn sie Scarf spielen. Aber das heißt, wenn jetzt Crawdon reinkommt. Dann geht's draußen auf Pixie reinkommt. Und Moonblast drücken, richtig? Genau. Wenn jetzt Crawdon reinkommt, gehen wir in Pixie. Moonblast killen. Ah doch, und zwei Moonblast killen. Zwei Moonblast killen alles andere, eigentlich. Oh mein Gott, ja. Sorbo. Also, jetzt bleiben wir mal ganz gechillt. Wie viel Leben hat Galasdorbro? Also. 80, ne? Oh mein Gott, nee, ist der Galasdorbro, können sie einfach gehen wieder. Ja, aber wir keepen uns Gurgeist. Und Gurgeist gewinnt gegen Marowak. Aber dann verlieren wir den Scarf, wenn sie Knockoff drücken. Idiot. Ja, aber dann sind wir immer noch schneller. Wir sind auch in der Grundform schneller. Wir sind ja schneller als plus 1 Crawler. Das heißt, wir sind schneller als Scarf Crawler. Das heißt, selbst wenn sie uns knocken, sind wir schneller. Ja. So, aber da sie jetzt nicht. Wieso gehen sie jetzt nicht in Crawler? Überlegen gerade, ob sie vielleicht in. Ich glaube, sie gehen gerade überlegen gerade, ob sie in Slowbro gehen wollen oder in. Vielleicht überlegen sie halt sogar Raichu. Raichu könnte sich halt mir vorstellen, dass sie Crawler kommt. Also, was willst du jetzt machen? Du willst jetzt in Pixie raus. Ja. You're sure? Ja. Weil selbst wenn Pixie stirbt durch Predict, dann haben wir danach Manectric. Pixie stirbt halt nur durch einen Crab Hammer. Wir kriegen 50% durch einen Knock. Obwohl, warte, Knock auf Aqua Jet reicht. Was wirklich? Ja, obwohl. Welches Item sind sie? Oh, können wir nicht sehen, weil wir nicht reingewechselt sind in sie. Kein Life-Orb. Die sind kein Live-Orb. Ohne Live-Orb killt es nicht. Oder kann es killen. One-Hit, ne? Dann kann es die Kombi killen. Mit Band nicht. Das heißt, es ist halt Gamble jetzt. Oh mein Gott. Bruder. Glaubst du, sie sind Full-Speed. Die sind nicht Full-Speed-Crawdon. Sondern die sind Adamant. Deshalb haben sie gerade zu lange überlegt, verstehst du? Aber warte kurz. Können wir kurz nochmal den Damage von Crawdon durchgucken? Ja. Der Aqua Jet, den er gemacht hat. Ja. Hat 21% auf Miltank gemacht, ne? Ja. Miltank, Aqua Jet. Was ist das für ein Ding? Die sind 21%. Ist. Warte mal kurz. Hä? Hey.
Macht doch gar keinen Sinn. 21, die müssen Life-Orb sein. Wie heißt das Item, was Wasserattacken verstärkt? Waterplate, oder? Water... Keine Ahnung. Wie hieß das nochmal? Zauberwasser. Wie heißt das? Mystical Water oder sowas? Mystical... Nee. Also die Moves werden jetzt Spiel entscheiden. Ja, ich überlege gerade. Ich guck gerade nach. Kannst du auch noch mal kurz gucken? Zauberwasser, Zauberwasser, Zauberwasser. Übrigens, deren sieht nach Element aus, aber Full Speed ist egal. Das wissen wir nicht. Guck jetzt einfach auf Merowak. Ich glaube aber, wenn wir in Pixie drin sind, müssen wir rausdoubeln. Wir könnten das halt immer noch machen. Wir können halt in Pixie gehen und trotzdem doubeln. Wenn wir halt sehen, dass die zu viel Schaden machen und banned sind. Warte mal, wir haben schon Chip auf Pixie. Oh, stimmt. Vergessen wir die Idee. Wir drücken hier Poltergeist. Wir müssen es abwerfen. Was? Du willst wirklich Pixie wegwerfen? Entweder Pixie oder Robin. Robin auf keinen Fall. Wir brauchen Robin. Ich würde halt einfach Poltergeist. Ich würde halt jetzt hier wirklich einmal Power Whip drücken. Wir müssen gamblen oder nicht? Ich würde es nicht. Ja, aber wenn sie jetzt knocken, wie gewinnen wir das Spiel? Ja, okay, dann. Oder? Heartbreak is no bro. Warte kurz. Mein Hektik. Knock off. Wie viel Rockschaden kriegen wir? Ja, nee, wir sterben. Dann lass doch wenn dann Pyxi gehen, oder? Mein Hektik stirbt einfach wegen Rocks. Würde halt mit Thunderbolt. Ja, Pixie. Weil dann können wir einfach im Magnetic und Thunderbolt drücken. Okay, wahrscheinlich predicten sie jetzt. Nein? Okay. Digga, was ist das für denn? Was war es denn Damage? Wie viel haben sie gemacht? Digga, das ist wie viel Damage 47. Haben? 47. Das war die Max Roll. Jetzt kriegt ihr Aqua Jet. Ja, jetzt sind diese Macho Brace wahrscheinlich, ne? Oh ja, das gibt's auch noch. Ja. Aqua Jet Kid hätte eh gekillt. So ist nicht. Wir drücken jetzt hier aber trotzdem Moonblast. Ja, oder wir predigen halt mit Thunderbolt. Weil der killt halt auch. Oder? Ja, können wir auch machen. Oh, das sieht gerade nicht gut aus. Nee, aber die restlichen zwei Mons können noch gewinnen. Weil wenn mein Necktrick einmal drin ist. Dann ist halt Raichu das Problem. Raichu ist halt das größte Problem gegen mein Necktrick gerade. Ja, wir haben es noch nicht gesehen, was das Ding kann. Nee, weil guck mal, also. Raichu kann halt einfach. Wir kriegen halt einen Raichu einfach mit einem Flamethrower nur 2-Hit down. Raichu 2-Hit, also das Ding ist Raichu, wir werden mit einer Energie angechippt und Raichu tötet uns dann. Und ich weiß nicht, ob Gurgeist so viele Mons rausnehmen kann. Gurgeist kann Slowbro und Merowak allein rausnehmen, weil diese. Ja. Eigentlich kommt, wir müssen jetzt hier das opfern. Drücken wir einfach Thunderbolt. Genau. Jetzt in Manectic gehen und. So, jetzt müssen wir gucken, was wir drücken müssen. Das ist jetzt das Problem. Die haben Raichu. Ne?
Wir müssen hier Thunderbolten. Wenn sie jetzt in Raichu gehen, haben wir verloren. Was machen wir? Immer noch einen Hit. Was? Und sie werden das jetzt nicht abwerfen, weil ohne Sidraking verlieren sie. Also, ja. Ich meine, ohne Sidraking. Ja, also, das Ding ist... Willst du wirklich Snarl drücken? Hör mir zu. Wir können sogar jetzt Slowbro rausnehmen, weil wir drücken jetzt Snarl und dann drücken wir zweimal Thunderbolt. Das killt Slowbro, glaube ich. Aber die können jetzt einfach auf... Warum gehen die jetzt nicht hier einfach auf Raichu raus? Ja, und dann kriegt Raichu auch... Wir sind doch schneller, Digga. Dann ja, wir und wir könnten jetzt hier aber auch einfach Crabhammer drücken. Ich würde hier ein... Wir müssen hier, glaube ich, Thunderbolt drücken. Es ist halt wirklich so, sorry. Nee, und ich bin... Komm mal, wir gehen jetzt kurz die Situation durch. Wie viel Leben haben wir? Wir two-hitten Raichu mit Flamethrower. So. Wir haben 88%. Wir drücken jetzt Mega-Evolution, richtig? Drücken Mega-Evolution. Und ich bin ehrlich. Es... gibt eine... Oh, warte, Minectic ist nicht auf dem... Ist noch wenn wir rein... plus 2 gehen. So. Es ist eine 40% Chance, ob sie uns killen, dann wenn wir jetzt Thunderbolt drücken auf plus 1. Mit Focus Blast. Wenn sie jetzt auf Raichu danach gehen, ist es, killen sie uns mit einer 50% Chance. Wir gehen jetzt hier auf den Thunderbolt. Ja, wir gehen jetzt hier auf den Thunderbolt. Bist du sicher? Ja. Digga, ich nein, sie gehen jetzt im Raichu. Dann. Zweimal. Okay, mach. Ich sag, die drücken Crabhammer. Ich bin ehrlich, die drücken Crabhammer. Die haben nichts zu verlieren. Wirklich? Die verlieren aber, wenn sie jetzt Crabhammer drücken. Okay, komm, mach. Okay, wirklich, weil. Mach, dann mach. Komm. Bro, erklär nicht. Ich möchte die Erklärung nicht hören. Wirklich? Ja. Wollen wir jetzt nahe drücken? Ich vertraue dir heute. Gut. Wir sind gemeinsam fürs Nahe. Es war keine Schuld von irgendjemandem Einzelnen. Stimmt. Wir sind beide fürs Nahe, richtig? Ja. Alter! Ja! Wir haben noch nicht verloren. Triff! Ja, es trifft! Okay. Wir drücken jetzt Flamethrower. Stimmt, ich hab den Schwätze-Tech-Drop vollkommen vergessen. Wir drücken jetzt hier Flamethrower. Das hab ich doch fünfmal gesagt. Wir drücken jetzt Flamethrower. Ja. Ja. Warte, was war das für Damage auf Raichu? Wie viel hat's gemacht? Wie viel haben wir gemacht? 34%. Das ist ein ganz normales Schwätze-Tech-Speed. So, wir drücken jetzt hier Flamethrower. Ja, weil das kann killen, Digga. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, durch diesen Predict haben wir gerade das Game vielleicht gewonnen. Es geht! Ja, wir haben die Rolle bekommen, aber das ist nur fair. Wir haben am Anfang Goldrum nicht gekillt, deshalb mussten wir mit Scum die Rocks legen. Meinst du, und wir haben auf Zoroark Meinst du, die haben Lightning Rod auf? So, Bro. Gala, ne? Ja, wir drücken. Auf der Range. Scheiße. Warte mal. Bro. Ja, Snarl. Wir können hier, glaube ich, Snarlen, damit sie uns weniger Damage machen. Das wäre dir Play, ja. Oder nicht? Es reichen zwei Snarls. Und es reichen zwei Thunderbolts. Aber was? Was kriegst du? Ich kann gegen Slowbro Galar. Achso, nee, stimmt, das ist Assault-West, ne? Ja. Muss mit dem Assault-West kalken. Ja, Full HP, aber die sind ja Full HP modest, aber dann, ne? Trotzdem. Und, wie viel Prozent haben die? 70, ne? Er ist Snarl into Thunderbolt. Snarl into Thunderbolt könnte reichen. Oder warte kurz, wie viel haben die? 73, ne?
73, wir drücken einmal das, machen so ungefähr 33 weg, ne? Sind die auf 40. Ist eine, dann ist es eine 60% Chance. Wir müssen es nach. Wir müssen. Wir noch, dann nehmen wir immer noch einen Aquatisch. Wir drücken es nach. Ja. Wir treffen! Ja. Future Side. Wie viel macht das? Wie viel sind die? Die sind 70%. 48. Wir drücken jetzt Thunderbolt, richtig? Wir müssen Thunderbolt drücken. Warte mal, die drücken. Die haben Future Sight gedrückt. Future Sight auf minus 1 macht über 50. Wir drücken jetzt hier Thunderbolt. Wir haben die Lightning Rod, okay. Wir sind nein, oder? Müssen. Wie viel macht Aquajet? Hey, warte mal, das. Aquajet. Haben die eine Prio auf dem Ding? Ich kann gucken, weil wir killen das jetzt einfach. Nein, das hat keine Prio, aber ich muss jetzt gucken, ob Aquajet reicht. Rodon of Manectic, Aquajet macht 50%. Ich glaube, das reicht. Wollen wir auf Gourmet switchen? Nein, sie drücken jetzt hier Flare Blitz. Oder doch! Dann kommt der. Dann killt das. Flare Blitz kommt runter. Ja. Und wir tun Crawdant. Und. Oder? Ja, doch, das funktioniert. Wir gehen jetzt hier in Gourmet. Flare Blitz. Nein! Drücken Poltergeist, okay. Egal. Der Future Sight trifft nicht, oder? Nein. Dann drücken wir jetzt hier. Dann drücken wir hier Snarl. Der Future Sight ist jetzt daneben gegangen, oder? Oder wann. Ja. Wann trifft Future Sight? Ja, der Future Sight ist daneben gegangen. Warte. Ah, scheiße, wir hätten gerade fliegen müssen mit Snarl. Das war so offensichtlich. Ich hatte es in meinem Kopf. So, Bro, warte kurz. Future Sight, ich muss nur kurz gucken. It's two turns after being used. Es ist vorbei. Oder warte mal kurz. Ja. Eins, zwei, ja, wir drücken jetzt hier Snarl. Ah, ich weiß nicht. Doch, müssen wir. Doch, wir gewinnen das jetzt. Ja. Drücken jetzt hier Snarl. Wenn Crawdon reinkommt, drücken wir dann nach Thunderbolt. Und danach spammen wir nur noch Snarl oder, ja. Doch, die können uns nichts anhaben. Wir sind immer schneller. Ja, aber wenn Slowbro einmal einen Sludge-Bomb rausbekommt, dann kriegt es nicht. Kriegt es nicht. Wir killen mit einem Thunderbolt. Ja, aber die haben Belebekraft. Okay. Stimmt, ich glaube, das Game ist lost. Aber, müssen die Rocks sind auch noch. Wir müssen hier trotzdem Snarl drücken. Ja, immer. Ja. Vielleicht choken sie aber auch. Sie überlegen gerade hart. Slowrogala. Ja, es war die Roll ganz am Anfang, hat schon so ein bisschen nicht so leicht getriggert. Ja, ich glaube, das gewinnen wir nicht mehr. Warte, gib nicht auf. Sie überlegen gerade. Sie werfen den nicht ab. Sie werfen ihn ab, okay. Müssen sie. Jetzt gehen sie in Slowbro. Ja, das war's. Wir kriegen den nicht. Ein Sludge Bomb müsste. Warte. Minus 1. 36. Ja, das alte Muscle Brace, wie heißt das? Ja. Ich glaube, ich find's gerade nicht. Ich will's, glaube ich, vorbei, Bro. Nicht aufgeben. Wie heißt das alte? Find's aber nicht. Ich finde kein Muscle Brace. Rawdon. Ich finde nur Muscle Band. Rawdon, es heißt, warte kurz, ich guck mal das andere Rawdon Set an. Nee, hä?
hieß dieses Item nochmal? Nee, hä? Nochmal, ich bin dumm. Wir müssen... Ganz kurz. Wollen wir nicht einfach hier trotzdem Snarl drücken? Wir müssen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, wir können auch auf Thunderbolt... Wir können auch auf Thunderbolt Crit gehen. Nee, wir können auch aber auf Snarl Crit gehen. Das ist dasselbe. Wirklich? Kill Snarl Crit? Klar. Nein, kidding. Doch? Hä? Halt doch mal mit AD, bitte. Ja. Bro, wir tweeten das schon alleine ohne... Crit. Ja, aber Crit macht nur mal 1,5. Crit macht nicht zweimal. Die Sache ist die, ihr bester Angriff ist Latschbomb. Wenn sie eine Minroll bekommen, also 76, wir haben 76%. Also danach 40 Marowak, Rodont. Live-Op hat das nicht. Rodont macht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit über 40%. Vielleicht sind wir am Ende auf hoffentlich nur 40%. Ja, wir müssen für den Thunderbolt. Wir können hier nicht. Wenn wir für den Thunderbolt-Crit gehen, dann verlieren wir. Ich sag, es ist Snarl. Und Minroids hoffen, dass wir. Wir müssen hoffen, dass sie keinen. Wir müssen 2 Minroids bekommen. Es ist die höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir den Punkt bekommen. Bitte, Bro, willst du mir einmal noch vertrauen? Wenn nicht, ist auch egal. Wir verlieren eh 1-0 dann. Komm, ist es ein guter Spieltag gewesen? Kopf hoch, der letzte und dieser lief nicht so, wir haben Missplays gemacht. Ich sag's Snarl. Snarl? Mhm. Okay. 39. Oh, Poison, Digga. Oh, come on. Come on. Come on. Wir hätten da predicten müssen. Thunderbolt. Als Marowak reingekommen. Thunderbolt. Dann hätten wir gewonnen. Missklick. Missklick hoffen. Thunderbolt. Okay, schade. Ah. No. Wieso haben wir das verloren? Weil wir. Der Toxic Play war dumm, wir haben zu viele dumme Monster. Wir haben nicht gut gespielt, finde ich. Okay. Egal. Trotzdem. Ich find's okay. Ich gönn Andy das. Ja. Also, ich bin nicht enttäuscht, wir können jetzt nächste Woche Meme spielen. Punkt. Aber ich sage diese Gortrom Roll. Mhm. Die Gortrom Roll war halt absolut unlucky, weil dann Zorak ein bisschen dead war. Weil ich glaube am Ende. Wäre die Gortrom Roll nicht passiert. Ah. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche beim letzten Spieltag. Ja. Tschüss. Tschüss.